Die Autobild ist eine beefige kleine Zeitschrift, für die sich normalerweise keine Sau interessiert. Außer letzte Woche, da war ein Artikel hier drin, der es ins kollektive Internetbewusstsein geschafft hat und dort ziemlich für Wirbel gesorgt hat. Nun, das passiert meistens, wenn sich irgendwer ungerecht behandelt fühlt. Und wenn es um Autos geht, dann geht es vermutlich entweder gegen Kleinwagenfahrer oder gegen Frauen am Steuer oder gegen den öffentlichen Nahverkehr. In keiner bestimmten Reihenfolge. Aber nein, diese Autobild hier hat einen neuen Bösewicht gefunden, die fiesen, fiesen, bösen, bösen Radfahrer. Ja, ihr lacht jetzt vielleicht, aber ihr könnt den Horror und das Grauen, das Radfahrer über euch bringen können, überhaupt nicht richtig begreifen, bis ihr es nicht in der Autobild gelesen habt. Lasst uns das gemeinsam tun. Die Autobild. Ich höre bzw. lese, sie sei Europas Nummer 1. Das ist ziemlich generisch und nichtssagend. Ich gehe mal davon aus, sie ist Europas Nummer 1, um seine Redakteure für Testfahrten mit den neuesten Autos bezahlen zu lassen, in der Hoffnung, das Auto kommt gut weg. Deswegen macht man aus seinem Hobby keine journalistische Tätigkeit. Das wäre so, als würden Verlage mir Gratis-Exemplare ihrer neuesten Presseerzeugnisse zuschicken und auf eine gute Review hoffen, weil sie annehmen, ich würde gerne Zeitschriften lesen, was natürlich völliger Quatsch ist. Trotzdem ist Presseschlau natürlich Europas Nummer 1. Aber darum geht es hier und heute gar nicht, es geht nämlich um das Hauptthema in dieser Autobild-Ausgabe. Die Radfahrer spinnen, heißt es da auf dem Cover ganz groß, und allein das Cover hat im Internet schon für viel Furore gesorgt. Sie treten, spucken, pöbeln, sie rasen ohne Helm und Licht, sie klauen uns die Straße. Sind Radfahrer wichtiger als wir Autofahrer, heißt es da. Und ja, das klingt schon ziemlich reißerisch und provokant, aber das ist alles noch im Rahmen. Im Fahrradrahmen, wenn man so will. Ich werde bezahlt für solche Witze. Nein, im Ernst, auch wenn das schon urteilend klingt, es ist ein Teaser, ein Clickbait, wenn man so möchte. Wie YouTuber ihre möglicherweise nicht komplexen Thesen in einem Thumbnail kurz und möglich und auch provokant zusammenfassen, um den Zuschauer dazu zu bringen, das Video anzuschauen, machen Zeitschriften natürlich nichts anderes und das im Prinzip schon seit es Druckerzeugnisse gibt, um weiterzulesen und um ultimativ die Zeitschrift natürlich zu kaufen. Schauen wir lieber, was der Artikel uns wirklich über diese dreckigen und ekelhaften Tod- und Unglücksbringer auf zwei Rädern erzählen will. Im Editorial erklärt uns Chefredakteur Tom Drexler, was er von diesen von Ketten und Muskelkraft angetriebenen Höllenmaschinen hält. Er beginnt mit dem Zitat: Pöbelnde Radfahrer sind genauso schwer zu verfolgen wie anonyme Hasspostings. Was ich wirklich enorm beeindruckend finde und einen Einblick in die Seelenwelt eines Autobild-Chefredakteurs geben sollte. Ich bin jetzt niemand, der eine dünne Haut hat oder der meint, dass ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz irgendwie etwas Gutes tun würde, aber anonyme Hasspostings können eine weite Reichweite an Straftaten abdecken und je nach Intensität schwere Schäden anrichten, aber nein, pöbelnde Radfahrer, da liegen die echten psychischen Traumata vergraben. Ich fahre gerne Rad, aber ich schlage und trete keine Autos. Großartig, wollen Sie einen Keks, Herr Drexler? Ich gehe gern vor die Tür, aber ich töte und zerstückle keine Menschen mehr. Neulich hat mir jemand erzählt, seiner Meinung nach seien Fahrradfahrer die gefährlichste, unbeherrschbare Komponente beim autonomen Fahren. Jetzt ist autonom noch weit weg, aber die Radfahrer sind Realität. Tja, diese Radfahrer, die sind sogar schon Steine im Weg von Systemen und Technologien, die es noch gar nicht gibt. Das ist aber auch furchtbar ärgerlich, dass diese nervigen Menschen mit ihrem freien Willen und ihrer eigenen Entscheidungsgewalt den armen Autofahrern im Weg stehen, die sich einfach nur von ihrem Auto von A nach B bringen lassen wollen. Ob sie nun abends unbeleuchtet die Dorfstraße lang eiern oder als Gefahrensucher links und rechts im Großstadtstau vorbeiwüten, als Autofahrer regen sie mich ziemlich oft auf. Vor allem jene, die mit der Hand aufs Wagendach schlagen, gegen die Türen treten, sich an Dachreling festhalten, spucken und Arschloch brüllen. Klingt ihnen zu extrem? Leider alles selbst erlebt und nicht etwa, weil ich so ignorant fahren würde. Ja, nein, ganz sicher nicht. Okay, da kann irgendwas mit der Kausalität nicht hinhauen. Ich fahre schon seit 12 Jahren Auto, 2 davon in Münster und 4 davon in Hamburg, Städte voller Fahrräder, und mir ist noch nicht ein einziges Mal ein solcher Fahrradfahrer unter die Augen gekommen. Wenn Sie, Herr Drexler, also häufig auf Fahrradfahrer treffen, die Sie beschimpfen, bepöbeln und sich über Ihren Fahrstil beschweren, vielleicht sind dann nicht die Fahrradfahrer das Problem. Es gibt ja auch diesen Spruch, jeder kennt ein arrogantes Arschloch in seinem Freundeskreis. Und wenn man keines in seinem Freundeskreis kennt, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen.
Ob man nun an einer Computertastatur oder am Smartphone sitzt und anonym Postings verschickt, die man nie jemandem ins Gesicht sagen würde, oder am Lenker und, ja, auch hinter dem Steuer, vielen Deutschen sind die Manieren flöten gegangen. Das Miteinander ist schwer geworden. Und wir Autofahrer sind mal wieder die Leidtragenden. Wenn uns Fahrverbote nicht aus den Innenstädten vertreiben, dann eben die Radfahrer, die uns langsam aber sicher die Straße klauen. Bis nächste Woche. Ja, ich will jetzt nicht die Moralkeule schwingen oder irgendwas von wegen First World Problems erzählen, aber meine Güte, so viel Gejammer hält ja kein Mensch aus. In anderen Ländern haben sie noch nicht mal Straßen. Nein, im Ernst, der hier gemachte Vergleich ist schon ein wenig treffend. Autofahrer, die Angst haben, dass Radfahrer ihnen die Straße wegnehmen, das ist ein bisschen so, wie als sich Männer 1958 darüber beschwert hatten, dass Frauen ihnen jetzt die Straße wegnehmen, weil sie jetzt den Führerschein machen können, ohne vorher ihren Vater oder ihren Ehemann um Erlaubnis fragen zu müssen. Das stimmt übrigens wirklich, ich hab's aus einer seriösen Quelle. Naja, mehr oder weniger, es steht in der Autobild. Hier nebenan. Naja, kommen wir aber mal zum Wesentlichen, denn es herrscht Krieg im Verkehr. Autofahrer und Fußgänger werden von Fahrradfahrern gejagt und bepöbelt. Biker verweisen darauf, wie schwach sie geschützt sind, fühlen sich aber moralisch überlegen. Ein Frontbericht. Na dann aber mal los. Fronthelm auf, Tarnweste an und das Gewehr geschultert. Wir sind ganz offenbar im Krieg. Zu Tausenden jagen offensichtlich tollwütige und geistesgestörte Zweirad-Raudis, Passanten, Frauen mit Kinderwägen und Rollstuhlfahrer durch die Fußgängerzonen der Republik und richten dabei regelmäßig Blutbäder an. Auch Autofahrer sind nicht vor besessenen Bikern sicher. Und das, obwohl sie in einem verratschen Käfig sitzen. Ich weise nochmal darauf hin, ich werde bezahlt für solche Witze. Neidisch? Und plötzlich klammerte sich dieser Radfahrer an mein Auto, krallte sich an die Dachreling, trat gegen die Tür und schrie mich durch das Fenster an, das Speichel gegen die Scheibe spritzte. Wir standen nebeneinander an der Ampel, die wieder grün zeigte, aber ich konnte nicht fahren. Ich vernahm Satzfetzen. Fahr los und du bist dran, dann mache ich dich fertig. 50 Meter zuvor war es zu einer kritischen Situation gekommen, an der wir beide wohl nicht ganz unschuldig waren. Wir mussten schnell reagieren, alles ging gut. Ja, der Fahrradfahrer ohne Helm hätte sich mehr wehgetan als ich. Wir erschraken uns und hätten erleichtert sein sollen. Einer von uns beiden war es nicht. Ja gut, das ist jetzt selektive Wahrnehmung, alternative Fakten. Das ist ja auch sehr unterhaltsam und bildlich beschrieben. Ich mag vor allem das Detail, dass der Speichel des Radfahrers gegen die Scheibe des Autos klatschte. Sehr detailliert, gefällt mir. Allerdings könnte jeder von uns eine solche Geschichte über jede mögliche Berufsgruppe erzählen und niemand käme auf die Idee, daraus gleich eine Epidemie herbeizuschreiben. Wir fangen ja auch nicht plötzlich an, bei Massengeschmack eine Sendung zu produzieren, in der konstant nur Dienstleistungspannen darüber gemeckert wird, nur weil das einem von uns mal passiert ist. Na? Na also. Fahrradfahren macht gesünder, aber offenbar nicht gelassener. Der Wutbürger hat keine Klingel. Er brüllt, gern einsilbig, ey oder weg. Der Wutbürger auf zwei Rädern dreht sich gern auch mit hassverzerrtem Gesicht um, während er davonrauscht. Einhändig, den anderen Arm drohend in die Luft gestreckt. Wir Autofahrer sind auch nicht alle Engel. Aber viele von uns beschleicht mittlerweile das Gefühl, Fahrradfahrer klauten uns die Straße. Junge, Junge. Ja, natürlich ist es Quatsch, eine Fahrradklingel mit einer Autohupe gleichzustellen. Eine Autohupe als Signal führt bei einem Fahrradfahrer zu mindestens einer Schrecksekunde bis hin zu einem halben Herzinfarkt, während eine Fahrradklingel als Signal für einen Autofahrer so ziemlich genau keine Wirkung hat. Das ganze Gezetere erinnert mich an das Interview mit der Autofahrerpartei Deutschlands aus der Mockumentary Codename Dennis. Würde es in Deutschland vielleicht auch mal KZs oder Gefängnisse für Autofahrer geben von den Grünen, wenn sie so weitergeht? Ja, das haben wir schon gehabt. Und wir haben letztes Jahr 4 Tage lang in einer Stadt, in Heilbronn, in der Nähe von Heidelberg, durften wir 4 Tage nicht mit dem Auto fahren. Das heißt, das war ein kleines KZ in einer Stadt. Und ich habe letztens bei einer Fernsehsendung auch gesagt, der Autofahrer ist der moderne Jude. Und wenn man den Anfängen nicht wehrt, dann wird es sehr schlimm sein. Denn in Deutschland ist immer einer der Dumme. Und es hat schon vor 33 angefangen, dass man auf eine bestimmte Volksgruppe losgegangen ist. Hier wiederholt sich ein Trend, man geht auf eine Volksgruppe los, die eben diesmal ein Autofahrer ist. So weit sind wir leider Gottes in Deutschland und das ist schon die Mehrheit geworden. Die Leute haben Angst. Autofahrer sind schräg. So, jetzt will ich aber mal Belege dafür haben, dass die Radfahrer den Autofahrern die Straße klauen, sonst tue ich das Ganze hier wirklich als Gejammer und Gewinsel ab.
Folge des Klassenkampfes zwischen Kurbelwelle und Kettenantrieb, die Unfallzahlen steigen. 2016 kam es zu 81.274 Fahrradunfällen, 4% mehr als 2015. In 3 von 4 Fällen war ein Auto der Unfallgegner, täglich rund 166 Mal. Ja, okay, diese Statistik habe ich bei meiner Recherche auch gefunden, allerdings sagt die nichts darüber aus, wer an den 81.000 Unfällen Schuld hat. Ich habe allerdings eine andere Statistik gefunden aus dem Facebook-Post des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Berlin. Der Vorsitzende Nikolas Link schreibt: Radfahrer sind Teilzeitbefolger des Gesetzes. Zitieren Sie einen Sozialwissenschaftler und beklagen, dass Rotlichtverstöße bei vielen Fahrradfahrern offenbar als Kavaliersdelikt gelten. Das ist wahr und ein großes Problem. Beim Blick in die Polizeistatistik wird allerdings schnell klar, dass nicht nur viele Radfahrer, sondern die meisten Verkehrsteilnehmer lediglich Teilzeitbefolger des Gesetzes sind. Mit dem feinen Unterschied, dass die mehr als 3000 Verkehrstoten jedes Jahr in Deutschland nahezu alle auf das Konto von Autofahrern gehen. Aber vielleicht ist es ja auch das, worüber sich die Autofahrer beschweren. Wir Autofahrer müssen der einzige Lieferant für Verkehrstote in diesem Land bleiben. Wenn jetzt Radfahrer auch anfangen, Menschen tot zu fahren, ja, wo kommen wir da hin? Naja, und dass Radfahrerverbände und Organisationen aus der ganzen BRD diesen Artikel nicht besonders berauschend finden, muss ich sicher nicht extra erwähnen. Ich habe über ein Dutzend Kommentare und Gegenartikel gefunden, muss aber der Fairness halber sagen, dass die auch von sehr zivilisiert bis hin zu unangemessen aggressiv ausfielen. Naja, weiter im Text. Harald Martenstein, in Berlin selbst gerne auf dem Rad unterwegs, beklagte in Tagesspiegel das fehlende Unrechtsbewusstsein der Fahrradfahrer. Mich nervt deren moralisches Überlegenheitsgefühl. Ihn erinnern Fahrradfahrer an Wespenplagen. Radler werden regelrecht wild, wenn man ihre Kreise stört. Na, jetzt geht's aber wieder los. Ich sehe schon, der Trend, Menschen mit Tierplagen zu vergleichen, war schon immer sehr beliebt in Deutschland und scheint auch nicht aus der Mode gekommen zu sein. Die Juden waren damals die Rattenplage, die Manager waren die Heuschrecken und die Radfahrer sind jetzt also die Wespenplage. Und das war der vollkommen unerwartete und vielleicht auch etwas unpassende... Nee, stopp, Quatsch. Die Sache mit den Juden hatte der Herr von der Autofahrerpartei Deutschlands ja schon angesprochen. Der Autofahrer ist der moderne Jude. Kein Vegetarier würde vor einem Steakhouse wutentbrannt mit Bananen auf Gäste werfen. Würde aber ziemlich lustig aussehen, muss ich sagen. Warum also hämmern einem Fahrradfahrer bei voller Fahrt aufs Autodach, während man sie überholt? Warum? Nun, da verweise ich nochmal auf Nikolas Link vom ADFC Berlin. Vielleicht deshalb. Wenn Radfahrer Ihnen beim Überholvorgang aufs Autodach klopfen können, halten Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht ein, gefährden deren Leib und Leben und verstoßen gegen geltendes Recht. Oh, Burn! Aber im Ernst, das sieht der Autor des Artikels Hauke Schrieber natürlich ganz anders. Ein Grund mag ihre Anonymität im Straßenverkehr sein. Weiterhin lehnen Verkehrsjuristen eine Kennzeichenpflicht für Fahrradfahrer ab, obwohl seit dem Elektroantrieb viele Drahtesel zu Rennpferden aus Leichtmetall wurden. Und obgleich sich Fahrradfahrer mehr herausnehmen als Autofahrer. Ich stelle eine moralische Überhöhung der Gruppe der Fahrradfahrer fest, sagt der Verkehrssoziologe Alfred Fuhr. Ja, cool. Wenn ich groß bin, will ich auch Verkehrssoziologe werden. Ein Verhalten, das im Auto nicht ausgelebt werden kann, wird auf dem Fahrrad ausgelebt. Der Feind auf meiner Straße, den schnapp ich mir und weg. Herrje, okay, ich fahre jetzt auch sehr oft Fahrrad und kann jetzt keine überhöhte moralische Überlegenheit meinerseits feststellen. Eher eine überhöhte Vorsicht. Vor allem, weil ich weiß, dass mir moralische Überlegenheit gar nichts nützt, wenn ich unter den Rädern eines Autos liege, weil der Fahrer zu faul war, beim Rechtsabbiegen über seine Schulter zu schauen. Fahrradfahrer haben meistens gar kein Interesse, den Autofahrern die Straße wegzunehmen. Hey, wir haben ja schließlich auch unsere Fahrradwege. Auch wenn die in Hamburg manchmal so aussehen. Ja, nein, fragt nicht, ich kann es mir auch nicht erklären. Vielleicht stand der Stadtplaner an dieser Stelle vor einer unlösbaren Aufgabe und ist vor Scham gestorben. Aber nicht nur Autofahrer werden von Radfahrern bedroht, auch Fußgänger. Und, naja, jeder Autofahrer ist ja auf den paar Metern von der Haustür zum Auto auch praktisch Fußgänger, also bietet man diesen armen Menschen, die nun gar nichts haben, um sich fortzubewegen, außer ihren eigenen 2 Beinen, hier eine Plattform. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Danach nicht mehr, denn dann gehe ich Gassi. Nicht, dass Sie jetzt was Falsches denken, ich liebe es, mit meiner Labrador-Dame Bella spazieren zu gehen. Sie ist übrigens 1 Jahr alt. Danke für die Info. Aber dann kommen die Radler. Sie fahren in meinem Hamburger Viertel kreuz und quer, da wo scheinbar gerade Platz ist, auch auf dem Gehweg.
Die Freundlichen sagen Bitte und Danke, die Verbitterten klingeln oder motzen dich aus dem Weg. Die Aggressiven gehen voll auf Körperkontakt. Voll auf Körperkontakt, ja? Das ist ja... Mensch. Nicht, dass ich über jemanden urteilen möchte, der seinen Hund Bella nennt, aber hast du da vielleicht mal ein Beispiel? Gerade neulich wieder, im Bahnhof. Ja, richtig gelesen, im Bahnhof. Ich habe Bella an der Leine, eine Radfahrerin kommt von hinten und während sie in die Pedale tritt, erwischt sie Bella am Kopf. Mein Hund jault laut auf, quiekt und zittert. Die Dame fährt weiter. Mein Rufen hört sie nicht, sie hat Kopfhörer auf den Ohren. Ich hab Kopfhörer auf, ich hör dich nicht! Ja, das ist natürlich scheiße und nicht okay. Diese Leute trifft's aber auch immer echt ziemlich hart. Ich weiß natürlich nicht, von wann diese Geschichte ist, aber ich war auch schon mal im Hamburger Bahnhof. Mehr als einmal. Und wenn man da auch nur ein halbes Rad auf den Boden setzt, wird man sofort freundlich herauskomplimentiert. Mit Fäusten. Naja, es ist halt wie in allen Bereichen. Arschlöcher gibt es überall. Unter den Radfahrern, unter den Autofahrern, auch unter den Fußgängern. Da muss man halt auf Zack sein und aufpassen. Wie man es als Autofahrer lernt, immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Krieg auf dem Gehweg. In meiner Verzweiflung habe ich dem Hamburger Bürgermeister einen Brief geschrieben, ganz freundlich. Ich habe Olaf Scholz gebeten, dass er diesen Krieg beenden, Radler um Vernunft und Anstand bitten möge. Er hat nicht geantwortet. Könige reden nicht mit ihren Untertanen. Aber er kann nicht mehr sagen, er habe vom Krieg auf dem Gehweg nichts gewusst. Ja. Ja, hier ist auch ein Satz, den ich nie dachte, irgendwo zu hören oder zu lesen. In meiner Verzweiflung habe ich mich an Olaf Scholz gewendet. Naja, ich weiß jetzt nicht, was er da hätte machen können. Vielleicht einen Erlass rausgeben, dass alle Radfahrer ab jetzt bitte freundlich sein sollen. Oh, eigentlich eine gute Idee. Herr Scholz, sagen Sie doch endlich mal... Er ist einer von denen! Ich wusste es! Wir sind verloren! Rette sich, wer kann! Rette sich, wer kann! Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.